Sag mal, wie bekommt man so eine tolle Stimme? Ist das angeboren oder muss man da viel für trainieren oder woran liegt's? Beides würde ich sagen. Auf der einen Seite habe ich es in die Wiege gelegt bekommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch was dafür tun. Die Stimme entwickelt sich im Laufe der Jahre und ja, was dabei rausgekommen ist, haben Sie ja gerade gehört. Genau, du hast gesagt, du hast es in die Wiege gelegt bekommen. Stammst du aus einer musikalischen Familie? Kann man so sagen, meine Mutter kam in den 50er Jahren, sie ist Schwedin, nach Deutschland und hatte seinerzeit eine Tournee durch Deutschland gemacht mit Hans-Joachim Kulenkampff und Peter Frankenfeld seinerzeit. Das waren so die europäischen Jugendwochen, so nach dem Krieg, so um die Länder wieder zusammenzuführen. Das war damals so Sitte. Meine Mutter ist dann als Schwedin bei meinen Großeltern untergebracht worden und mein Vater hat sie sich dann ausgespäht, hat sie sich dann geschnappt. Und du trittst ja auch mit deiner Schwester auf. Also passt das mit der musikalischen Familie? Ja, ich habe ja noch 5 Schwestern und einen Bruder und wir machen eigentlich alle zusammen Musik zu Hause. Prima, das ist eine super Sache. Mein Vater hat beispielsweise als Cellist uns immer die Weihnachten schön versüßt. Denn da saß dann auch die ganze Familie um den Tannenbaum und er hat Cello gespielt und alle anderen haben gesungen. Das war immer eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, nun gibt es die Bezeichnung Tenor und es gibt den lyrischen Tenor. Was ist da der Unterschied? Du bist ein lyrischer Tenor. Das ist die Stimmfarbe. Ein Tenor ist ja die höchste Männerstimme, deswegen Tenor. Es gibt den Tenor, den Bariton, den Bassbariton und den Bass. So geht das nach unten. Tenor ist halt die höchste Männerstimme und der lyrische Tenor ist die Stimmfarbe. Das heißt, die lyrische Stimme ist eine warme Stimme. Deswegen, ich bin ein lyrischer Tenor, ich habe eine warme Höhe. Und ein Caruso war zum Beispiel ein Heldentenor, die hatten sehr viel Metall in der Stimme. Und ja, so, ich bin halt ein lyrischer Tenor. Und wie kommt es, dass du nicht nur dich der Klassik verschrien hast, sondern auf die Idee gekommen bist, dieses Granada beispielsweise in die Dance-Version zu bringen und auch schönen Schlager singst, dieses Hilf mir, was wir gerade gehört haben? Ach, das sind viele Zustände, also viele glückliche Zufälle, die zusammengekommen sind, natürlich. Einerseits singe ich sehr gerne, zweitens tanze ich sehr gerne. Und mein Freund Ecki Stein, der Komponist von, wie hieß dieser Song seinerzeit in den Anfang 80er Jahren, Son of Jamaica hat er geschrieben. Und mit ihm bin ich befreundet und er hat gesagt: Mensch, lass uns doch mal was ausprobieren. Und so sind wir auf das Hilf mir gekommen. Und irgendwann habe ich mir mal überlegt, Mensch, Klaus, lass dir doch mal das Granada in einer neuen Version mal zurecht machen. Und so kam das dann halt, ne? Und wo kann man deine Musik bekommen? Ich denke mal, dass jetzt viele hier im Sendegebiet sagen, Mensch, das wäre auch was für meinen CD-Player zu Hause. Gerne. Sie können sich gerne bei mir, also meine Kontaktadresse ist die www.klaus. Entschuldigung, www.durstewitz.com. Mehr brauchen Sie gar nicht zu drücken. Und da kann man dann Und dann kommen Sie Kontakt zu direkt dir aufnehmen. auf meine Homepage und somit kann man da auch gucken, was es überhaupt gibt. Und von da aus könnte man dann auch bestellen. Nun wärst du kein lyrischer Tenor, wenn du uns nicht heute Abend auch etwas Klassisches bringen würdest. Und da gibt es eine Arie, die jemand ganz populär jetzt gemacht hat und das durch Zufall in der Telekom-Werbung. Ja, Erzähl da mal ein bisschen drüber. ja, das ist eines der wohl bekanntesten Opernarien Nessun Dorma aus der Oper Turandot, die auch schon seinerzeit der italienische Weltklasse-Tenor Pavarotti berühmt gemacht hat. Das war ja seine Lieblingsarie oder sein Stück, womit er halt immer verkauft wurde, sagen wir es mal so. Und diese Arie hat halt Paul Potts in England bei den Superstars seinerzeit gesungen und hat damit die Jury total platt gemacht. Und wir haben es ja gesehen, was dabei rausgekommen ist. Ja, jetzt ist er ein ganz gefragter Künstler.